Moin, herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Heute geht es um das Thema Spielewelt. Das heißt, was ist das Ganze? Ihr findet bei fast jeder neuen Lokomotive eine kleine Anleitung mit dabei. Da steht drauf Spielewelt und da drin befinden sich dann ja so ein bisschen Text, so ein paar Anleitungsdinge und man fragt sich, was ist das eigentlich? Bringt das was? Was ist die Idee dahinter? Und das ist das, was wir heute in diesem Video klären werden. Das heißt, nach diesem Video weißt du, was erwartet dich in der Märklin-Spielewelt mit der Central Station 3. Ist das was, was du vielleicht auch mal ausprobieren willst? Oder sagst du, das ist überhaupt nicht dein Thema? Dazu herzlich willkommen. Erster Punkt bei der Märklin-Spielewelt. Was ist das Ganze? Die Spielewelt ist eine Idee, dass man eine Modellbahn-Lokomotive, wie sie jetzt hier ihre Kreise gerade dreht, nicht einfach nur über einen Drehregler steuert, dass sie schneller oder langsamer fährt, sondern dass man versucht, die Bedienelemente der Originallokomotive in der Modellbahn nachzubilden. Dass man also auf dem Display der Central Station ein kleines Cockpit hat. Und da hat man dann eine Bremse, man hat einen Gashebel, man hat verschiedene andere kleine Knöpfe und kann quasi die Tätigkeit des Lokführers simulieren. Das ist die eine Idee. Es gibt dann noch ein weitergehendes Konzept dahinter. Und dieses Konzept ist so gedacht, dass ich auch tatsächlich Betriebsstoffe nachfüllen muss. Dass ich also wie bei einer echten Lokomotive nicht dauerhaft auf Vollgas fahren kann, nicht unbegrenzt Sand dabei habe und ganz besonders bei der Dampflokomotive ganz speziell darauf achten muss, wie viel habe ich denn jetzt an Wasser, wie viel habe ich denn an Kohle, alle diese ganzen Dinge sollen ein bisschen simuliert werden. Wir werden uns heute in dem Video um die einfachste Variante kümmern oder die fast einfachste Variante. Das heißt die Diesellok. Die Elektrolokomotive ist noch ein bisschen einfacher, weil sie einfach ihren Betriebsstoff ja über die Oberleitung bekommt. Das heißt also, sich um nichts weiter kümmern muss. Ein bisschen spannender ist es dann bei der Diesellokomotive und die werden wir heute in dem Video hier fokussieren. Fangen wir erstmal an mit dem Thema, wie stelle ich das Ganze ein? Generell kann man für jede Lokomotive, die man auf der Central Station angelegt hat, diese Spielewelt aktivieren. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Erster Schritt ist natürlich das Einrichten des MFX Plus Decoders für die Spielewelt-Funktion. Und da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Lokomotiven. Und zwar einerseits die mit MFX Plus Spielewelt Decoder und die ohne. Die Grundansicht eurer Central Station sieht im Regelfall ähnlich aus. Das heißt, ihr habt euer Gleisbild, eure Anlage vor euch und könnt dann eben den Bereich der Lokomotiven öffnen. Und da gibt es verschiedene Lokomotiven mit oder ohne diesen entsprechenden MFX Plus Decoder. Wir schauen uns beide Varianten einmal an. Nehmen als erstes mal die einfache Variante und zwar habt ihr eine nagelneue Lokomotive mit einem entsprechenden MFX Plus Decoder. Dann geht ihr auf Bearbeiten, Loks bearbeiten und nehmt euch die Lokomotive. Hier jetzt unsere 6310 Crossrail mit MFX Plus Decoder. Dort können wir auf den Tab Einrichten wechseln und können hier für unseren Spielmodus auswählen, wie möchten wir spielen. Ohne Verbrauch ist die einfachste Variante, das heißt, wir bekommen lediglich die Bedienungselemente, brauchen uns aber nicht mit dem Thema beschäftigen, haben wir genug Sand, haben wir genug Diesel, sondern wir können über die entsprechenden Bedienelemente das Cockpit der Lokomotive steuern. Mit Verbrauch, da müssen wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen und zwar gibt es dann entsprechende Verbrauchsmittel, das heißt bei einer Diesellokomotive in diesem Fall hier Diesel und Sand, bei einer Dampflokomotive wäre das dann Wasser, Kohle und Sand und bei einer Elektrolokomotive eben nur der Sand. Das Ganze würde dann mit der Zeit weniger werden, je nach Fahrweise und bedeutet, wenn es leer ist, müsste man es nachfüllen. Dafür gibt es dann eine noch etwas schärfere Variante, BW Tanken, die erlaubt es dann nur, an einer bestimmten Stelle der Anlage die Lokomotive zu tanken.
Heißt, ich brauche ein Kontaktgleis bzw. einen Kontakt, der ausgelöst wird. Und nur wenn dieser Kontakt ausgelöst ist, kann ich eben auch die Tankfunktion nutzen. Das ist natürlich technisch gesehen am Ende nicht lokomotivensensitiv. Das heißt, irgendeine Lokomotive kann oder das Kontaktgleis auslösen, dann können theoretisch alle tanken. Aber vom Grundgedanken her schon mal spannend. Das heißt, man könnte hier tatsächlich auch einen gesamten Betriebsablauf simulieren mit diesen neuen Decodern. Wir wählen jetzt hier mal die Variante mit Verbrauch, damit wir auch gleich einen Unterschied sehen zu der Variante ohne Verbrauch, die man lediglich nutzen kann, wenn man eben keine MFX plus Decoder in den Lokomotiven hat. Das alles eingestellt, gehen wir auf OK und können uns jetzt mal die zweite Variante direkt anschauen, und zwar eine Lokomotive ohne MFX plus Spielewelt-Decoder. Dann nehmen wir mal unseren DSB MO 585. Der hat einen ESU-Lok-Sound drin, der M4 bzw. MFX fähig ist. Und der ermöglicht es uns hier im Bereich Einrichten auch einen Spielmodus auszuwählen. Allerdings habe ich hier, wie ihr seht, ganz, ganz andere Auswahlmöglichkeiten. Im MFX Plus Decoder von eben ist zum Beispiel auch die Art der Lokomotive gespeichert. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, hier kann ich nur auswählen ohne Spielewelt oder dann eben, welche Anzeige möchte ich haben, welches Cockpit möchte ich sehen. Wir nehmen jetzt hier der Einfachheit halber mal den Diesel-Altbau. Aber ihr habt es gesehen, es gibt keine Auswahl der Verbrauchsmittel. Das heißt, man kann eben diese beiden Varianten mit Verbrauch oder BW tanken hier nicht nutzen. Man kann aber die Bedienelemente tatsächlich für alle Lokomotiven auf diese Art eben einstellen. Das heißt, wir können uns irgendeine Lokomotive nehmen, zum Beispiel eben auch hier den SVT 137, den ich euch ja vorgestellt habe, der lediglich einen MM-Decoder hat. Und den kann man hier über Einrichten mit einem entsprechenden Cockpit versehen, um auch den dann passend fahren zu können tatsächlich. Also alles das ist hier möglich, egal welcher Decoder das ist eine reine Funktion der Central Station. Wenn wir also jetzt die Lokomotive so eingestellt haben, wie wir das möchten, ist die Frage, welche Bedienelemente habe ich zur Verfügung? Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an auf Basis der Baureihe 77, die hier gerade vorbeikommt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Bedienelemente bei dieser Lokomotive aussehen und was die für Effekte haben. Kommen wir mal zum Wichtigsten. Man öffnet die Spielewelt, indem man einfach die Lokomotive von einer Seite komplett rüberzieht. Und dann hat man hier den Bildschirm und sieht im Endeffekt das Cockpit für diese Lokomotive in so einer 2D-Ansicht, hat oben dieses kleine Führerstandsfenster und dann verschiedene Elemente hier zum Bedienen. Das heißt, wir können jetzt erstmal den Sound anmachen, das haben wir gerade gemacht. Wir haben dann daneben den Lichtschalter zum Beispiel noch für die Beleuchtung. Dann seht ihr darüber mit dem kleinen Tanksymbol, seht ihr den Tank. Und über die beiden Drehregler können wir hier mit dem rechten jetzt die Bremse lösen bzw. anziehen. Und mit dem linken kann man dann, wenn man den Motor gestartet hat, entsprechend Gas geben. Der Motor ist jetzt in unserem Fall natürlich hier noch nicht gestartet. Dafür gibt es diesen Hauptschalter hier, mit dem kann man die Lokomotive dann anschalten. Und dann seht ihr, kann man hier eben auch Gas geben. Und wenn die Bremse gelöst ist, geht's los, die Geschwindigkeit erhöht sich und oben ist quasi so eine stilisierte Anzeige, dass wir uns jetzt in Bewegung gesetzt haben. Die hat tatsächlich hier nur den Effekt, dass in, sagen wir mal, unregelmäßigen Abständen hier so kleine Tankstellen erscheinen, wie jetzt dort zum Beispiel eine Dieseltankstelle, und an der könnte ich tanken. Was ihr jetzt hier gerade hört, das ist der sogenannte SIFA, also diese Sicherheitsfahrschaltung, und die löst dann im Endeffekt eine Zwangsbremsung aus, wenn man darauf nicht reagiert. Das heißt also, hier gibt es auch so einen Totmannschalter, den man regelmäßig bedienen muss, um das Ganze eben auch realistisch zu gestalten. Wenn euch der stört, könnt ihr ganz, ganz lange einfach auf den Schalter draufdrücken, dann wird er abgeschaltet. Einfach als weiteres Beispiel jetzt nochmal, wie funktioniert das Ganze hier mit dem Fahren? Ihr seht also, jetzt können wir Gas geben hier, und wenn ich dann die Bremse benutze, wird automatisch die Fahrstufe auf 0 runtergestellt und ich kann eben bremsen. Ich kann dann natürlich auch entsprechend wieder Gas geben, hier die Lokomotive beschleunigen
Und wenn ich dann einfach nur runterdrehe, ohne zu bremsen, was ich jetzt gleich machen werde, dann rollt die Lokomotive aus. Das heißt, sehr coole Funktion, sie rollt einfach weiter, sie bremst nicht runter. Wir sind jetzt bei 0 Gas und ihr seht, die Lokomotive heizt hier trotzdem noch mit ziemlich viel Geschwindigkeit vorbei, bis ich eben entsprechend dann auch die Bremse bediene und die Lokomotive darüber dann runterbremsen kann. Das war jetzt mal ein bisschen blanke Theorie, welche verschiedenen Funktionen man hat, welche Möglichkeiten man hat in der Bedienung. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Hebel. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wir schauen uns mal eine komplette Fahrt an. Einerseits in dem Führerstand und andererseits hier auf der Anlage, was passiert. Und das machen wir mit meiner kleinen Köf hier, denn die ist nicht vollgetankt und die soll einmal hier zum Betriebswerk und vollgetankt werden. Und das machen wir jetzt mal zusammen und dafür hole ich euch ab. So, wir simulieren jetzt einfach mal eine komplette Fahrt mit der Spielewelt. Wir haben jetzt hier die Köf der DSB in der Auswahl, ihr seht das. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist einfach mal, ja, wir schalten hier unser Licht ein und wir schalten unseren Motor ein. Was ihr jetzt hier seht, die Bedienelemente sind eigentlich bekannt. Das ist das gleiche wie bei allen anderen Diesellokomotiven, was wir eben schon gesehen haben. Ich kann also hier die Bremse bedienen und ich kann hierüber Gas geben, wenn ich dann im Endeffekt im richtigen Betriebsmodus bin. Das können wir hier einmal umschalten. So, und jetzt können wir eigentlich schon direkt losfahren. Wir müssten auch in die richtige Richtung schon unterwegs sein. Da setzen wir uns in Bewegung. Fahren den Bahnhof entlang und können jetzt natürlich im Endeffekt schon das Gas runternehmen. Sie fahren. Die Bremse einstellen. Sie fahren. Sie fahren. Dann schalten wir die Fahrtrichtung einmal um. Geben wieder Gas, lösen die Bremse. Fahren jetzt im Endeffekt wieder zurück. Rollen jetzt nur noch, das heißt, wir haben gar kein Gas mehr an. Fahren jetzt in Richtung unserer Tankstelle weiter. Da habe ich ein bisschen schlecht gebremst, das heißt, jetzt müsste ich eigentlich wieder zurück. Oder wir können halt im Endeffekt einfach sagen, wir möchten tanken. Dazu klicke ich hier einmal auf den Tank, klicke dann auf das Tanksymbol. Jetzt seht ihr hier, wie mein Tank wieder befüllt wird. Dann nehme ich den Tank wieder ab und wir könnten jetzt, weil wir hier an der Tankstelle sind, den Sand natürlich nochmal auffüllen. Gleiches Prinzip hier. Seht ihr, der Sand ist jetzt auch wieder aufgefüllt. So, die kleine Köf steht da immer noch. Ich muss sie gleich mal zurückfahren. Und die große Frage, das große Fazit.
lohnt sich die Spielewelt, ja oder nein? Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das Konzept interessant. Es macht auch irgendwie Spaß. Allerdings schaut man, zumindest geht mir das so, viel zu viel auf den kleinen Bildschirm der Central Station für die Bedienung der Lokomotive und viel zu wenig auf die Anlage. Und das ist das, was ich als negativ empfinde. Das heißt, für mich ist es tatsächlich nichts, was ich jeden Tag viel mache. Ich finde es mal ganz lustig, aber ich möchte ja auf die Modellbahn schauen bei der Bedienung und ich möchte nicht, wenn ich sie aktiv bediene, eben auf den kleinen Bildschirm schauen. Das ist ja nicht das, was ich will, wenn ich eine Lokomotive selber fahre. Das ist also für mich so ein bisschen der Kritikpunkt an dem Ganzen. Ich finde, man kann das Konzept tatsächlich spannend weiterdenken. Also was ich mir wünschen würde, wäre so ein Zwischenmodus, in dem ich einfach nur Bremse und Gas mit den beiden roten Drehknöpfen bedienen würde auf der Central Station. Das würde ich sehr cool finden. Also wenn ich die Lokomotive offen habe, dass ich einfach sage, ich bediene Bremse und Gas damit. Aber ich kann genauso gleichzeitig dann auf dem Display noch die Weichen schalten im Gleisbild und solche Sachen. Das würde ich sehr cool finden, denn man kann damit tatsächlich sehr zielgerichtet bremsen, sehr zielgerichtet Gas geben, eine Lokomotive rollen lassen. Alles Dinge, die ich beim Selberfahren sehr, sehr cool finde. Wo es mich dann allerdings stört, dass ich die ganzen Weichen und alles nicht mehr einstellen kann, sondern dafür jedes Mal den Spielemodus wieder verlassen muss. Also das ist noch nicht aus meiner Sicht hundertprozentig rund, aber es ist schon eine sehr, sehr coole Erweiterung und es macht Spaß. Was jetzt noch fehlt, ist eben das, was ich gerade beschrieben habe und es funktioniert leider nur auf der Central Station selbst. Das heißt also, wenn ihr die Central Station auch über die App, also die Web-Funktionalität, zum Beispiel auf dem iPad bedienen wollt oder am PC, da habt ihr leider diese Spielewelt-Funktion nicht. Und das ist natürlich auch sehr schade, denn da würde es wiederum noch mal mehr Sinn machen, wenn ich also mit meinem Handy rumlaufen kann und die Spielewelt-Funktion da hätte, um eine Lokomotive hier live zu bedienen. Dann könnte ich ja direkt vor der Lokomotive stehen und würde vielleicht nicht nur auf den kleinen Bildschirm der Central Station starren. Also aus meiner Sicht gibt es für das Konzept Pro und Contra. Ich gebe dem Ganzen 6 bis 7 von 10 Punkten einfach für die Idee und dafür, dass es hervorragend funktioniert. Es gibt jetzt auch keine Fehler oder ähnliches. Nur es ist aus meiner Sicht nicht ganz durchdacht oder nicht ganz ideal bis zum Ende durchgedacht. Würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es gerne unten rein, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, ob das euer Top-Thema ist, ob ihr das richtig cool findet oder ob ihr sagt, sowas braucht ihr überhaupt nicht. Einfach unten einen Kommentar rein und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid hier bei Jones Mover. Bis dann, macht's gut. Ciao. Viva. Zwangsbremsung.